Willkommen zurück zur Formel 1 2016. Wir gehen jetzt das dritte Training an. Wir haben ein perfektes Trainingsprogramm absolviert. Gar nicht so schlecht gewesen. Nur hatten wir wieder mal Probleme. An Renault sind wir dran. Nur hatten wir wieder mal Probleme mit dem Benzin. Ne, mit dem Reifenabrieb war es. Der Reifenabrieb. Trainingsprogramm ist irgendwie nicht für mich gemacht, nicht für Tastatur gemacht. Ich wollte eigentlich den Controller aufladen und testen, ob das mit dem Spiel alles klappt, aber da kam ich noch nicht zu. Werden wir nach den Rennen im nächsten Training vielleicht mal versuchen oder ich versuche es mal einfach ohne Aufnahme. Ist vielleicht schlauer. Generell können wir noch mal kurz ins Setup gehen. Wir können gucken, Reifen haben wir definitiv über. Wir werden in dieser Aufnahmesession Qualifying und Training fahren. Das Setup haben wir noch und wir werden jetzt die Setups vergleichen und okay, ich hoffe... Okay, wir befinden uns schon im dritten freien Training und haben immer noch keine Reifenmischung einer Rennsimulation unterzogen. Es würde sich mit Sicherheit auszahlen, ein Reifenabnutzungsprogramm durchzuführen, solange wir noch Zeit dazu haben. Ja, das können wir auch machen. Ach, das ist das, was ich ja nicht schaffe. Das ist das, was ich nicht schaffe. Dieses Trainingsprogramm schaffe ich einfach nicht. Ist zwar nett gemeint, gibt 50 Punkte, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich das jetzt hinbekomme. Zumal wir nicht mal einen gelben zur Verfügung haben. Ja, wir können jetzt erstmal auf Bestzeit fahren. Wir fahren jetzt erstmal raus, fahren auf Bestzeit. Ich habe, glaube ich, die weißen Reifen drauf. Jetzt darf ich nochmal drücken. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch, ich bin völlig bescheuert, aber ein bisschen verpeilt bin ich schon gerade, genau. Ach, wir haben nur ein... Ach so. Wir haben nur einen Reifen. Wir haben nur den Reifen. Ja, ganz ehrlich, dann machen wir doch das Reifenmanagement. Vorbehalt. Warum Vorbehalt? Ich weiß es nicht. Das Wetter sollte wir trocken bleiben. Den. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Alles klar. Ja, das sind ja gute Informationen. Wir werden auf dem Laufenden gehalten von Wetter her. Na, ganz toll. So, und jetzt düsen wir hier raus. Jetzt wäre es ganz cool, wenn man hier drin auch frei fahren könnte. Das wäre auch ganz cool. Und sich hier am Ende hinstellen kann und vielleicht so einen Start könnte. Das wäre ehrlich gesagt auch sehr famos, wenn man das könnte. Es ist die Einrollrunde. Oh. Ich wollte gerade sagen, in der Einrollrunde können wir mal Reifen sparen. Hinter uns ist niemand. Die eine Runde fahren wir natürlich ein bisschen vorsichtiger und reifenschonender. Also hinter uns ist doch weit und breit nichts. Also wir haben locker 30 Sekunden Luft. Da werden wir einfach auch vorsichtig fahren. Unser Teamkollege ist hinter uns. Jetzt können wir überlegen, ob wir den halt mal vorbeilassen. Nee, ich weiß gar nicht, ob es unser Teamkollege ist. Wir sind ja der gelbe Punkt. Unser Teamkollege ist in der Box, da habe ich gerade Blödsinn erzählt. Aber auch sowas passiert. So, jetzt müssen wir ein bisschen Attacke machen. So, wir machen fettes Gemisch und wir machen das hier aus.
wir verlieren hier auf der Geraden. Pardon. Ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals. Ja, wir sind ja schon eine halbe Sekunde drüber. Ganz ehrlich, dann schonen wir die Reifen. In Runde 1 hat das schon mal nicht geklappt. Eieieiei. Ich sag ja, dieses Trainingsprogramm macht mich schwach und wahnsinnig. Das macht auch keinen Spaß natürlich dann. Ja, wie man sieht, selbst wenn wir vorsichtig fahren, kriegen wir nicht hin. Also, das ist einfach ein bisschen nervig. Jetzt haben wir einen riesen Rückstand, weil wir natürlich wenig Motorleistung haben. Da sieht man mal, was das ausmacht. Also wir haben den Motor jetzt auf mager eingestellt. Das meine ich damit. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Kannst du vergessen, eine halbe Sekunde, das ist echt für den Popo, also unter Spaß verstehe ich was anderes. Also da können wir jetzt in die Box fahren, ich verzichte auf dieses dumme Training hier. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Das werden wir tun, denn wie gesagt, das ist Schwachsinn, dieses Programm. Weiß ich nicht, was Codemaster sich dabei gedacht hat. Irgendwelche Cracks, die das täglich zocken oder so, mögen das echt super hinzukommen. Oder die ein Lenkrad haben, meinetwegen. Aber nicht jeder hat ein Lenkrad zu Hause und nicht jeder will so eins zu Hause haben. Mir persönlich ist es immer ein bisschen knobelig gewesen. Ich hatte ganz, ganz früher mal eins. Aber einfach ist jetzt kein Hightech-Lenkrad gehabt. Und hatte dann gesehen, dass es überhaupt nicht ziemlich ist. Und Controller, ja, wie gesagt, habe ich jetzt keinen Nerv anzuschließen. Zu schnell? Sind wir zu schnell gewesen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich würde sagen, wir sind genau an der Grenze gewesen. Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das ist das Problem des Spiels. Dieses Trainingsprogramm müsste zumindest im grünen Bereich absolvierbar sein mit Tastatur. Oder ich mache was grundlegend falsch. Das geht natürlich auch, aber wie soll ich die Rundenzeit fahren, wenn ich gleichzeitig auf den Reifenverbrauch achten soll? Entweder kann ich das eine oder das andere. Ich kann in der Rundenzeit bleiben oder auf den Reifenverbrauch achten. Beides funktioniert zumindest mit diesem Fahrzeug leider nicht. Und das ist vielleicht so das erste Kritische, was ich an diesem Spiel habe, dass dieses Trainingsprogramm mir die Motivation nimmt, dieses Programm überhaupt zu fahren. Also die anderen Sachen sind super, man muss ja auch nicht mal perfekt sein, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber dass ich hier nicht einmal minimal in den grünen Bereich kommen kann, ja, ist vielleicht der erste Wermutstropfen dieses Spiels, wo man wirklich sagen muss, da müssten die Entwickler nochmal nachbessern. Und zwar möglichst dringend. Wie wir sehen, ist hier ein bisschen Verkehr. Wir könnten jetzt einmal die Weichenreifen nehmen, also die Superweichen, und könnten mal gucken, bis jetzt was liegt unsere beste möglich ist. Runde bei. Eine Minute, 44, ja, laber mich nicht zu. Denn lieber Hertha-Wer Kollege, wie man gesehen hat, sind wir auch nicht einmal richtig gefahren. So, wir nehmen jetzt diese Reifen. Und wir haben ja dieses reifenschonende Setup, glaube ich. Ich gucke nochmal nach. Ich weiß, jetzt muss der arme Mann immer laufen. Ich bin sein persönlicher Fitnesstrainer. Ja, ja, genau. Das ist dieses reifenschonendere. Oder ich hoffe, dass es reifenschonender ist.
da versuchen wir jetzt wirklich. Ich verstehe nicht, warum Enter fliegende Runde ist. Warum ist F1 nicht fliegende Runde? Das war bei den Vorgängern auch schon zu doof. Weil man drückt natürlich Enter, Enter will raus, aber dann hat man plötzlich eine fliegende Runde. Das wäre natürlich ärgerlich. Zumindest für die, die das Spiel möglichst reell spielen wollen. Ich meine, wegen diesem Trainingsprogramm mit den Reifenabnutzungen, es wäre natürlich sinnvoll, wenn sich das an den Spieler so ein bisschen an seinen Stärken und Schwächen orientiert. Oh, fast über die weiße Linie. Dass man da halt guckt, was für Rundenzeiten kann der Spieler fahren im Schnitt. So, wir fahren noch mager. Und ich möchte auch noch nicht mit voller Last fahren. Ich kann auch gleich erklären, warum. Während wir hinten im Spiegel schon ein Auto sehen. Den würde ich jetzt gerne vorbeilassen und legen. Räkeln. Mit denen können wir eh nicht mithalten. Das heißt, wir können da locker hinterherfahren. Also hinterher meine ich damit. Jetzt natürlich nicht von der Geschwindigkeit, sondern wir können Attacke geben und verlieren trotzdem am Boden. Ja, wir haben auf jeden Fall, wie gesagt, die Möglichkeit, die Drehzahl, da ist unser Teamkollege. Der könnte eher ein Hindernis gleich werden. Lass die da mal wegfahren. Und ich würde gerne mit Standardgemisch fahren. Einfach weil ich glaube, dass das ein bisschen realistischer ist, als jetzt hier auf Qualifying Runde zu gehen. Denn ich würde mal sehen, wie viele Runden können wir mit den Reifen fahren. Das ist ja für die Taktik auch wichtig. Und wenn ich sehe, wir haben 8% Abnutzung nach einer Runde schon. Und wir haben ja leider nicht die Reifen ausgewählt. Ich wollte ja gerne mehr härtere Reifen haben, aber irgendwie habe ich diesen übersehen, nicht dran gedacht, ich weiß es gar nicht so genau. Und das hat dann dafür dazu gesorgt, dass wir jetzt mehr weiche Reifen haben. Und das ist das, was ich am wenigsten wollte. Das heißt, wir müssen auch gleich gucken, wie wir in Qualifying fahren. Wobei ich glaube, wir werden einfach einen Weichen verbrauchen, denn ich glaube nicht, dass wir den nochmal brauchen. Und hier sehen wir 3 Sekunden schon minus unsere eigene Bestzeit, darum die Rundenzeit davor, die ist nicht so genau gewesen. Ah, hier haben wir sogar schon 2 Zehntel fast verloren. Also im Endeffekt 8-9% verliert der linke vordere Reifen pro Runde auf diesem Standardprogramm alleine. Und allein 3% in dieser Kurve. Aber auch das ist natürlich wichtig zu wissen. Da müssen wir aber mit fahren, können wir 2-3% pro Runde sparen. Verlieren ein bisschen Rundenzeit vielleicht, aber vielleicht sparen wir uns einen Stop. Genau darum machen wir das ja. Ja, wenn wir das jetzt sehen, sind das schon 12% in der zweiten Runde fast. 11% jetzt. Wir sind vor Palmer. Die letzte Rundenzeit bringt dich auf P13. So, wir gucken mal. 19%. Ich versuche mal ein bisschen umsichtiger da zu fahren. Dass wir den vielleicht so auf 15% nächste Runde, 25% haben. Ah, hier haben wir schon 2% verloren. Hier natürlich 1%. Gut, das bleibt natürlich nicht aus. So ein bisschen was müssen wir natürlich verlieren. Hier aber gar nichts. Ja, mit den 25% kann man knicken. Ich hatte gehofft, wir können so ein super schonendes Programm fahren. Wir
Wir holen ordentlich an Ricciardo aus, auf. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Wir haben ordentlich Zeit verloren in den Sektor, aber das hat sicherlich auch mit den schlechteren Reifen hier zu tun. Eins steht fest, wir können natürlich... Boah, wenn wir sehen, 29%. Also feste Runden können wir jetzt nicht mehr fahren. Wir gucken einfach mal, wie lange wir draußen bleiben können. Das heißt, wir arbeiten jetzt total zum Rennen hin. Aber wir fahren jetzt einfach normal. Nicht mehr, wir versuchen jetzt nicht besonders schonend zu fahren. Wir fahren einfach normal mit normalem Benzingemisch. Und wir gucken mal, wie lange wir konkurrenzfähige Zeiten fahren. Darunter verstehe ich halt so eine 1. Wow, der ist so vor mir. Okay. Darunter verstehe ich halt so unter 1,40er Zeiten. 1,40er, 1,38er. Oder niedriger, 1,38er, meinetwegen noch. So, die haben wir diesmal gar nicht so schlecht gekriegt. War schon ganz gut. Zeigt sich auch in der Zwischenzeit. Ich glaube, dieser Körper ist generell nicht so gut. Aber wir fahren eine neue persönliche Bestzeit, aber 9. werden wir natürlich nicht. Oh, ich habe DRS vergessen. Button sogar mit Softphones. So, die Reifen werden schon gelb. Na, Grosjean, lass mich bitte vorbei. Dankeschön. Schlecht gewesen. Wie gesagt, ich versuche halbwegs realistisch zu fahren, auch wenn wir den vorderen linken Reifen jetzt völlig kaputt machen, dann ist das so. So wird es im Rennen halt auch sein. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass wir über Runde 7 hinwegkommen. Obwohl wir jetzt wieder persönliche beste Zeit fahren. Hier verlieren wir jetzt viel Zeit, weil der Reifenabrieb schon so groß ist. Also Bestzeiten, ja, es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, wie wir sehen. Jetzt schon roten Bereich unten. Hier sind wir dafür super rum und das könnte uns nochmal helfen. Ja, 86.000. Perez hinter uns, aber mit harten Reifen. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir uns da nicht lumpen lassen. Aua, der Curb ist sehr hart. Also zumindest mit unseren harten Wageneinstellungen. Und ich würde sagen, 6 Runden können wir damit fahren. Maximal 7. Ich glaube, mit den werden wir ganz schön Boxenstops machen müssen. Wir werden eher eine 2-3-Stops-Strategie fahren. Wobei 3-Stop definitiv fatal wäre. Denn ich glaube, dann werden wir sehr weit hinten landen. Ja, war eigentlich super kriegt die Kurve, aber wie gesagt, wir haben ein bisschen Probleme, dass die Reifen so stark abgenutzt sind, dass Bestzeiten gar nicht möglich sind. Vielleicht hätten wir noch eine Möglichkeit gehabt, vorne den Wagen anders einzustellen.
weil hinten ist der Abrieb ja deutlich geringer und dass man vorne versucht, den Abrieb zu minimieren. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Also 6, maximal 7 Runden sind möglich. Und dann ist der Reifen hinüber. Ja, die Boxenanfahrt klappt hier auch mal besser. Da will jemand raus, ein Mercedes, Nico Rosberg. Hinter uns ist er. Ups, so schnell geht's. Haben wir wieder ordentlich Gummi aufgesammelt am Ende scheinbar. Das sollen so Gummiwurzeln sein. Also ja, also Gummiabrieb, den wir wohl aufsammeln. So, wir gucken uns jetzt mal an, wo wir stehen überhaupt. Das wäre jetzt erstmal das Allerwichtigste. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Naja, ich bin in der Garage und wir haben ja genug im Tank hoffentlich. So, wir gucken mal, wo wir sind, weil Markus Eriksen ist da deutlich schneller wie wir. Das müssen bis wir sagen, jetzt liegt er ist unsere beste Runde deutlich bei schneller. 1:37,7. Die Frage ist, ist das besorgniserregend, ja oder nein? Denn wir haben ja nicht mit hoher Drehzahl gefahren. Prinzipiell haben wir jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, groß was zu testen. Reifenmäßig haben wir nur noch die harten eigentlich, aber die sind auch schon sehr abgenutzt. Und wir könnten bei den Autoeinstellungen nochmal gucken, was wir machen könnten, um... Ich überlege halt, was wir tun können, damit wir Reifen schonen. Mehr Flügel wäre sinnvoll, glaube ich, bringt schon was. Ich glaube, den Radsturz müssen wir ein bisschen maximieren vorne. Vielleicht müssen wir das so machen, dass wir da wirklich versuchen, Reifen zu sparen. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir müssen das so machen. Wir versuchen es einfach. Entweder gehen wir hier völlig baden oder wir machen es völlig richtig gerade. Und ich würde es jetzt einfach mal hier speichern. Wir speichern das so und das ist so und dann gucken wir mal. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Viel können wir ja auch nicht mehr machen. Ach, bin ich dumm. Ich wollte die Reifen wechseln. Tut mir leid, Herr Kollege. Okay, ein neues Setup für dich. Bereit? So, und dann fahren wir raus. So, jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit. Das entspricht 2-3 Runden. Dieses Eintrainingsprogramm schaffen wir halt scheinbar nicht. Er fährt wieder alleine los. Ich kann hier nicht bremsen, lenken drin in der Box. Finde ich halt sehr schade. Und wie gesagt, ich würde hier gerne an Rand starten dürfen. So, wir fahren jetzt zwar hart, aber machen da mal fettes Gemisch rein. Wir gucken mal, wie der Reifenabrieb jetzt ist und wie wir die Kurven kriegen.
Wir können ja noch Änderungen vornehmen. Momentan sind wir 19. Und der Wagen legt viel besser ein. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Zumindest wirkt das so. Ob das natürlich jetzt so ist, ja, darüber kann man streiten. Ich habe ja auch nicht denselben Reifen drauf. Aber prinzipiell ist der harte Reifen natürlich schlechter zu fahren. Normalerweise. Ich finde, der Wagen schiebt noch so ein bisschen hinten. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen Feintuning an Setup machen, aber wir haben halt keine Zeit mehr. Und uns sollte daran gelegen sein, eher auf den Reifenabrieb zu gucken, dass wir da in etwa eine gesunde Differenz zwischen vorne und hinten haben. Ah, das war nicht so gut. So, wir gucken mal. 5% Unterschied. Beziehungsweise ein. Wenn man links vorne und links hinten, beziehungsweise rechts vorne und rechts hinten vergleicht. Wir können hier keine Bestzeit fahren, das sollte uns halt klar sein, weil wir letztendlich natürlich viel, viel härtere Reifen haben. So. Obwohl wir echt gut dastehen mit der Zeit, also obwohl wir harte Reifen fahren, können wir sogar richtig gut mithalten. Ah, da haben wir ein bisschen Zeit verloren. Der ist zu spät aktiviert. Aber 14 schneller sogar. Als mit weichen Reifen. Also als mit super weichen, muss man ja sagen. Ja, hier die Kurve war nicht so optimal. Unterschied in den Reifen. Beziehungsweise 2. Leider keine Bestzeit. Leider keine Bestzeit. Wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Die letzte Runde lag bei 1,37,8. Das mit hart. Was erwartet uns jetzt mit weich? Also... das Setup hat uns ja richtig zeitlich nach vorne gemacht, scheinbar. Und ja, es sind 1-2% Unterschied eigentlich nur noch zwischen weich und hart. Da ist Kimi Räikkönen, haben wir vorhin noch gesagt, können wir nicht mithalten. Jetzt sieht man auch warum. Er fährt in einer ganz anderen Liga wie wir. Ja, die Zeiten sind halt gut. Sie sind nicht mehr sehr gut, sie sind aber immer noch gut. Und in Anbetracht also jetzt mal in Anbetracht dessen, dass es die harten Reifen sind, das ist erstaunlich, erstaunlich gute Zeiten. Ich finde, der fühlt sich auch noch gut an. Auch wenn wir jetzt 13. langsamer sind oder am Ende wahrscheinlich 4. Ich würde sagen, der Reifen fühlt sich gut an. Und das ist ja auch eine wichtige Sache. Also die Fahrbarkeit eines Reifens. Und wieder nur 174.000 langsamer. Sehr konstant, der Reifen. Ja, hier ist er sehr gut rumgekommen, beziehungsweise sind wir sehr, sehr gut rumgekommen. Und der Reifenabrieb ist ein bisschen symmetrischer.
Auch das natürlich eine wichtige Sache. Ah, die letzte Runde also. 260.000stel im Minus. Ja, 14 Sekunden ist das Training zu Ende. Die Runde dürften wir eigentlich zu Ende fahren noch. Boah, 6 Zehntel, das ist ja unglaublich. 5 Zehntel noch. Ja, karierte Flagge, letzte Runde. Wir dürfen eine persönliche Bestzeit auf diesen Reifen fahren. Also selbst wenn wir hier jetzt viel, viel verlieren, logischerweise. Der weiche Reifen ist in den Kurven natürlich viel konkurrenzfähiger. Dennoch sind es 3,5 Zehntel, die wir jetzt Vorsprung haben. Das wäre ja cool. Ja, wir gewinnen hier sogar am Ende nochmal. Über 4 Zehntel. Über 4 Zehntel. 0,43 Sekunden waren es, glaube ich. Platz 15, das ist sehr gut. Das sind harte Reifen. Das ist. Wir haben am Ende voll den Glücksgriff mit dem Setup gemacht. Und vielleicht hätte ich damit das Trainingsprogramm absolvieren müssen für die Reifen. So, wir gucken mal. Das Marcus Ericsson, da habe ich noch gedacht, ja mein Gott, ist der weit weg. Der fährt 1,37,1 mit Supersoft. Und wir sind mit Supersoft vorher 1,37,8, glaube ich, in etwa gefahren. Oder 1,37,7 oder irgendwie sowas. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir mit den harten, also, nein, es sind ja nicht hart, es ist ein bisschen verwirrend in der Formel 1. Mit dem Medium, also den mittelharten, sind wir jetzt auf Platz 15 gefahren. Es ist niemand seine persönlich schnellste Rennrunde damit gefahren. Nur wir. Ah, und unten Sergio Perez und Kevin Magnussen. Ja, das ist erstaunlich und wir werden sehr, sehr weit vorne stehen und ich befürchte, ich muss den Schwierigkeitsgrad zum Rennen hin dann doch wieder schwerer machen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir gucken kurz in der Rennleitung. Gab es irgendwelche Zwischenfälle? Nein, gab es nicht. Wunderbar. Dann mal los. Weiter geht's zum Qualifying. Dann schauen wir mal, wie es da aussieht. Erstmal die Punkte wieder, die Ressourcenpunkte. Ja, wir haben 10 straffrei. Ich denke mal, 10 Runden soll es heißen. Ne, 10 Punkte, weil wir straffrei waren. So muss man es, glaube ich, deuten. 8 von 10 Punkte, weil wir nur 8 Runden beendet haben. Und ansonsten, das sieht schon nicht schlecht aus. So, wir haben eine Nachricht. Hallo, Emma hier. Deine Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Folgendes. Ja, 19 oder besser sollte locker drin sein. Und Marcus Ericsson besiegen, auch das sollten wir natürlich hinbekommen. Und jetzt können wir echt überlegen, ob wir den Schwierigkeitsgrad nicht hochsetzen wollen. Wir fahren jetzt erst einmal das Qualifying, würde ich sagen. Wir fahren das Qualifying, überlegen dann, wie wir weitergehen. Oder weiter verfahren. So viel können wir natürlich jetzt nicht machen in Qualifying. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aus dieser Session rauszukommen. Gib einfach dein Bestes. Ah, das sollten wir schaffen, Herr Kollege. Und diesen Tipp mit diesen langen Geraden und so, das hätten sie natürlich vorher geben sollen, nicht jetzt, ja? Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Ich bin mir nicht sicher, dürfen wir die auch im Rennen benutzen?
Ich glaube, wir dürfen... Einen von denen müssen wir eh zurückgeben. Einen von denen müssen wir zurückgeben. Ich würde ganz gerne den Weichen sparen. Also den Soft. Ich würde den Soft sparen. Ich würde super weich fahren wollen und super weich. Und ich gehe davon aus, dass wir in zwei Qualifying-Segment reinkommen. Und den Soft würde ich wirklich fürs Rennen sparen. Ich würde dann nämlich im Rennen... Nee, das geht gar nicht. Ich muss den nächsten Segment fahren. Weil ansonsten muss ich ja mit Super Soft starten. Also, wir fahren jetzt im ersten Qualifying. Super Soft. Falls sich etwas ändert. Dann werden wir im zweiten Segment, wenn wir reinkommen, Soft fahren. Hoffen, weiterzukommen. Obwohl, ich glaube nicht, dass wir in den Top 10 kommen. Das wäre unrealistisch. Und dann können wir damit nämlich starten und könnten dann in Rennen nochmal auf Soft und Medium wechseln. Wenn wir Super Soft bräuchten, müssten wir, glaube ich, einen Stop mehr machen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir unsicher. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Soft zu wenig, Super Soft zu wenig fahren könnten. Im Wagen könnten wir jetzt eh nichts mehr einstellen. Dementsprechend fahren wir jetzt einfach mal raus. Ja, es ist Parc-Fermé-Regel. Wir dürfen jetzt nichts mehr ändern. Alles fertig, wir sind bereit. So, dann geht's los. Nigel, Nagel, neue Supersofts. Oh. Vor uns ein Renault raus. Hammer. Ah, da kommt jemand. Den wollen wir nicht behindern. Verstappen. Der Rowdy der Formel 1. Und der wird jetzt von Parma behindert. Komm mal, Parma kommen wir auch vorbei. Wenn ich die Kurve kriege. Jetzt habe ich nach hinten geguckt, jetzt habe ich auf der Karte geguckt. Aber ganz ehrlich, wir lassen die vorbei. Denn es gibt es ja nichts Ärgerliches, als dass wir uns mit denen hier rumschlagen müssen hinter uns. Ich hoffe, wir waren nicht im Weg. Alonso oder Button? Alonso. Ja, DRS brauchen wir jetzt nicht. So, wir müssen natürlich jetzt auch gucken, dass wir unseren Rhythmus finden. Fettes Gemisch, Reifenabrieb, den können wir uns ja mal angucken. Der ist ja letztendlich entscheidend. Das hilft uns vielleicht auch strategisch ein bisschen weiter. Ricciardo 1,35,7, weit weg von uns. Da hinten geht die Sonne unter schon. Und wir gucken mal, was für Reifenabrieb wir haben. Vielleicht haben wir durch dieses neue Setup ja gar nicht so viel wie gedacht. 3% hatten wir, die müssen wir natürlich immer abziehen. 8-9% sind wir immer gewesen. So, wir haben Carlos Sainz vor uns. Der ist ein bisschen unhöflich. Der ist unhöflich und blockiert. Ja, was war das denn bitte, Carlos? So, das war ein bisschen... knapp eben. Danny Kwiat ist jetzt neuer Schnellster. Und das ist ja ein Toro Rosso. Jetzt kommen wir zum reifenmordenden Teil für den linken Vorderreifen. Die Kurve natürlich noch nicht, die nächste aber. Diese beiden Kurven fressen den Reifen zum Frühstück. Ja, 2% hier nur verloren, waren vorher glaube ich 4. Ich glaube wir hatten 3% Reifenschaden. So
wir gleich abziehen. Ganz ehrlich, 6% Reifenabrieb nur. Das ist deutlich besser als vorher. Mal gucken, wo wir landen werden. Es gab keine Zwischenzeiten. Achter. Wir können aber noch eine Runde fahren. Du bist auf P8 vorgefahren. Eine Runde könnten wir noch fahren, wenn wir wollten. Aber ich glaube, es bringt auch nichts. Sogar lila im ersten Sektor. 85.000 auf Fiat hat mir gefehlt. Hier sind wir super durch. Und das wird eine Mega-Runde. Wenn wir die halbwegs erwischen, jetzt die Kurvenkombination, dann wird das eine Mega-Runde. Die haben wir recht gut erwischt. Die hat Zeit gekostet. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ah, wir sind Achter. Die Frage ist, wollen wir weiterfahren oder fahren wir in der Box? Aber eigentlich ist es nochmal eine gute Zeit. Es ist nochmal eine gute Zeit. Wir sollten sie mitnehmen, um zu sehen, was möglich ist. 1,36, 1,98 vor Gutierrez. Das ist mega. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das Spiel ist dann einfach irgendwann zu leicht für uns. Wir müssen mal schauen. Oh, jetzt hat es aber geruckelt. Das hat Zeit gekostet, der Ruckler. Ganz ehrlich, der Reifenabrieb ist okay. Also schaut euch das mal an. Wir sind in Runde 3 und haben 14%. Also das geht noch. Vorher wären wir da bei 17 oder so gewesen. Also durch dieses neue Setup, denke ich mal, können wir eine Runde mindestens länger draußen bleiben. Also 7, vielleicht sind sogar 8 Runden möglich. Und das macht die 3-Stop-Angst, die ich hatte, weg. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja, das ist, wir haben einen riesen Fortschritt gemacht, was das Setup angeht. Aber das war aus der Laune raus. Wir haben einfach mal probiert und geguckt, und es hat funktioniert. Aber auch das muss natürlich sein. Jetzt kommt Kimi Räikkönen. Also in den Top 10 sollten wir nicht kommen. Das wäre sowas von mega unrealistisch. Jetzt üben wir noch einmal die Anfahrt zur Box. Das wird wahrscheinlich das vorletzte Mal sein. War gar nicht so schlecht. War ganz okay. Ja, da müssen wir mal schauen. Wir sind mit dem Qualifying Segment 1 durch und könnten das jetzt auch vorspulen, logischerweise, weil wir ja nicht mehr rausfahren. Es sind eh nur noch 8 Minuten. Und wir sind 10. runter. Wobei man auch sagen muss, die ganz großen Namen sind natürlich alle vor uns. Wobei wir nah an Button dran sind. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 36,1. Ich würde gern Eriksen sehen. Mal gucken, was der für Zeiten fährt. Im ersten Sektor sind wir 30 und dann 0,27 gefahren. Wir schauen mal. Wie gesagt, es geht leider kein Vollbild los, sonst würde ich auf Vollbild jetzt gehen.
So 30,027 Sekunden sind wir hier gefahren. Ich glaube, Eriksen ist deutlich langsamer. Ja, 3 Zehntel verliert hier Eriksen alleine. Im zweiten Sektor, das können wir auch mal ganz kurz gucken, sind wir gefahren 41,8. Wir gucken, ob wir in Sektor 2 eine 41,8 stehen haben. Wahrscheinlich eher dann eine 42,4 oder sowas, schätze ich mal. Dann wäre die KI deutlich zu einfach. Denn immerhin fährt er auch super soft. Andererseits müssen wir sagen, wir haben das Setup natürlich massiv verändert. So, jetzt kommt die Zwischenzeit gleich. Ah, 42,2. Also er wird sich deutlich hinter uns einreichen. Rein. Wir sind gefahren ins Gesamtzeit von 1,36,2. Wir gucken mal, 1,36,2 wird er nicht annähernd schaffen. Es wird eher 1,36,9 werden. Vielleicht 1,37. 1,36,6. Oh, das geht sogar. 24,1. Zu, was sind wir hinten rausgefahren? 24,3. Ah, wir haben den letzten Sektor dafür langsamer. Ja gut, dann ist er eine halbe Sekunde plus minus, hat man gesagt. Sehen wir ja so halbwegs also realistisch an. Dann können wir das so lassen. Und können jetzt vorspulen. Dann lassen wir die mal fahren. Wir schauen hier auf die Zeitentabelle, was sich noch tut oder nicht tut. Pascal Wehrlein wieder letzter. Das ist natürlich auch nicht optimal. Ja, Hamilton leicht geschlagen von Rosberg. Es sind Tausendstel. Und man sieht auch, manche mit weich, manche mit super weich. Und wir sind ein Tausendstel vor Esteban Gutierrez. Und sind dadurch, wir sind, da habe ich gar nicht drauf geachtet, wir sind wegen ein Tausendstel. Es ist ein Tausendstel. Wir sind 2 Sekunden hinter Rosberg. Das ist schon mal nah dran. Aber wir sind vor allen Dingen ein Tausendstel vor Esteban Gutierrez. Der hat entschieden, dass wir weiterkommen ins nächste Qualifying-Segment. Jetzt müssten wir allerdings auch die Reifen wählen, die für den Start notwendig wären, wenn wir in die Top 10 natürlich dann letztendlich kommen. Hat es irgendeinen Zwischenfall gegeben? Nein, natürlich nicht. Das ist auch sehr schön. Sowas wünschen wir uns natürlich auch nicht. Und so ist es schon dunkel. Man sieht den Mond auf dem Display. Und wir fahren jetzt mal nicht als Erster raus. Die Frage ist, wollen wir weich oder hart fahren? Wir müssen mal gucken im Setup, was wir für Möglichkeiten noch haben. Also wir haben noch einen frischen Super Soft und ein Medium. Soft. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wir machen eine halbe Sekunde Unterschied. 18 Runden Lebensdauer, Freunde. Freunde der Nacht, nein, niemals. Wobei wir gesehen haben, wir kommen mit den Supersofts. Wir müssen Supersoft nehmen, weil wir haben gesehen, wir kommen mit den Supersofts gerade mal so auf Platz 17. Vielleicht ist Platz 15 drin. Das wäre, schätze ich mal, das Maximum. Und das kriegen wir natürlich nur mit den Supersofts. Was wir dann aber auch machen müssen, definitiv ist, wir brauchen nicht so viel Treibstoff. Ja, ja, ich brauche auch eigentlich gar nichts. Ich brauche nur Benzin. Das darf ich wohl noch ändern. 4,7. Das sollte gehen, ne? Hat er das genommen? Ja. Ist immer noch mehr Benzin, als wir brauchen. Und wir sehen, es wird schon wieder voll auf der Strecke. Aber wir warten noch ein bisschen. Wir warten ein bisschen, bis quasi ein paar Autos mal gefahren sind. Wir haben jetzt ja keine Eile. Bottas ist der erste, Vettel auch raus. Ja, wir haben immer mehr Autos auf der Strecke. Das ist natürlich gut, die Strecke wird dadurch noch schneller. Unser Teamkollege ist leider raus.
Können wir die übrigens noch sehen oder sind die komplett raus? Ja, die sehen wir gar nicht. Ja, wir sind 16. übrigens geworden. Ja, Platz 15. Okay, nur dass du Bescheid drin, weißt. Platz 14 vielleicht auch. Wenn du uns die Einstellungen ändern lässt, aber dich damit nicht wohlfühlst, sag uns einfach Bescheid und wir machen es rückgängig. Du kannst Einstellungen, die du magst, auf deinem Tablet speichern oder einen der Standards nehmen, die das Team mit den Simulationsdaten konfiguriert hat. Ja, auch diese Information ist überflüssig, da man in Qualified natürlich nicht mehr so spielen kann. Wir können an Setup nichts mehr ändern. Wir werden jetzt eine Mega-Runde einfach fahren. Alles oder nichts. Ich kann hier drin nicht mal das Display öffnen. Das geht erst hier. Ich würde gerne erstmal Mager fahren. Wir müssen ja ein bisschen Benzin sparen, falls wir eine zweite Runde fahren müssen, falls wir einen Fehler bauen. Also einbauen. So. Jetzt haben wir die erste Zeit von Bottas. Weit, weit weg von dem, was wir können. An 36,2. Ja, wir sollten versuchen, an 36,1 anzupeilen. An 36,0. Ein bisschen schneller wird die Strecke ja normalerweise von Qualifying zu Qualifying-Segment. Aber viel mehr können wir da nicht erwarten. Geht doch vorbei, lieber Vettel. Ich habe das Gefühl, der fährt ein bisschen langsam. So, und dann gucken wir jetzt mal, was möglich ist. Oh, die Kurve haben wir, glaube ich, ziemlich reifenverschwenderisch bekommen. So, und jetzt heißt es dann Attacke. Wir machen dieses Display mal komplett aus. Vettel sollte schnell genug sein, als dass er kein Hindernis ist. So, aus der Box kommt zum Glück auch keiner. Auch das ist ja immer sehr wichtig. Das hat mehr Zeit gekostet, als es gebracht hat, glaube ich. Das ist natürlich ärgerlich. Aber darum haben wir gesagt, zwei Runden müssen wir fahren können. Ich fahre ein bisschen verkrampft, habe ich das Gefühl. Also 1,34,1, also unglaublich. Die Dimension, in der wir liegen kommen. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Mann, hat er mich gerade erschrocken, weil er so geschrien hat und so hektisch war. Dabei haben wir das ja vorher besprochen. Aber ich glaube, das war gerade eine schlechte. Also die Runde dürfte es noch nicht sein. Also gefühlt war die wirklich schlecht. Darum habe ich es ganz gerne, wenn eine zweite Runde noch kommen darf. 1,35,9. Bringt dich wow. Auf P10. Du bist zurzeit auf P10. Wir haben hier 2 Zehntel gewonnen. Da hat man mal gesehen, was das Holpern über den Bordstein kostet. Und da ist noch was drin. Also in den Top 10 würde aber auch bedeuten, wir müssen mit den Reifen starten. Oh.
ich glaube, es wird nichts bringen jetzt noch weiter. Wir könnten richtig nach vorne preschen. Man sieht das regelrecht. Sind wir ehrlich? Ja, 3, 4, 5 Zehntel schneller. Das ist super toll. Wir werden das sicherlich. Aber mit den Reifen müssen wir das Rennen dann starten. So habe ich mir das nicht ausgemalt, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich die Reifen so extrem schnell ziehen, 10, 8 Zehntel, das ist ja unglaublich. Sollen wir es riskieren? Neun Zehntel, unglaublich, wir riskieren es einfach mal. 1,35,0. 1,35,0. Und jetzt heißt die Devise auf jeden Fall Reifen sparen. Unglaublich. Unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Allerdings sind wir ehrlich, mit den Reifen kommen wir nicht weit. Mit denen kommen wir nicht weit. Da wird nach 3-4 Runden Schluss sein. Der ist jetzt 4 Runden gleich gefahren. Also schon 4 Runden alt. Und bis 8 Runden hat mir gesagt, schafft der Reifen. Also dementsprechend katastrophal wird es aussehen, aber wir sind sogar vor Bottas. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und ehrlich gesagt, jetzt bin ich fast drauf und dran zu sagen, der Schwierigkeitsgrad muss hoch, zumindest für diese Strecke hier. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ja, okay, das soll Dreck sein, wenn man neben der Ideallinie fährt. Unser Teamkollege ist hinter uns. Aber warum ist er dabei? Ist er nicht ausgeschieden? Gelber Punkt, ist er nicht Teamkollege? Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, wir müssen so schonend wie möglich fahren. 70% Reifenabrieb sind dann doch schon sehr viel. Ich hoffe, dass wir Elfter werden. Das wäre das Beste, was uns passieren kann. So, nochmal Boxen einfahren. War nicht so optimal. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Tja, das dritte Qualifying-Segment. Ich will ehrlich sein, ich hatte es nicht angepeilt. Und so schön es ist, wenn wir um Punkte fahren. Ich finde es immer noch ein bisschen doof auch. So, Kwiat und Sainz fahren nochmal. Ah ne, fahren eine Box. Ja gut, ich muss sagen, das ist eine Sekunde, das ist unrealistisch. Das ist unrealistisch. Entschuldigung, ein Hülkenberg ist hinter uns. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, wir möchten nicht weiterfahren. Nein, das ist unrealistisch. Das kann ich niemanden, das ist unrealistisch. Ein sauber fährt. Oh, nein, den Schwierigkeitsgrad müssen wir für das Rennen hochmachen. Es tut mir leid. Das müssen wir wirklich. Und ganz gleich, wo wir. Did not finish. Achso, weil wir. Ah, okay. Und ehrlich, ich dürfte hier nicht fahren. Ich darf hier nicht fahren. Ich werde das einfach so abbrechen, dieses Qualifying. Es ist zu unrealistisch, ist das. Es ist wirklich zu unrealistisch. Das kann ich nicht bringen.
Immerhin, die haben weniger Abnutzung als die, also auch da waren wir sparsam. Ja, da müssen wir mal gucken. Also das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich will hier nicht fahren. Nein, ich will hier nicht fahren, weil es einfach unfair ist und unrealistisch. Wir sind ja nur so weit vorne. Das Team in der Werkstatt hat hart daran gearbeitet, das Auto für dieses Wochenende für dich vorzubereiten. Belohnen wir sie dafür mit einer starken Leistung. Ja, es ist sicherlich super, wenn wir da irgendwo, keine Ahnung wo sind. Aber es ist, nein, es ist unrealistisch. Es ist Schummeln. Wir haben die KI so leicht gemacht, dass ich damit, schreibt mir bitte einfach mal eure Meinung in den Kommentaren, generell, was ihr dazu denkt. Dieses Rennen, ich nehme es voraufgenommen jetzt schon. Vielleicht kann ich zum nächsten Rennen dann reagieren, aber prinzipiell ist das doch Mist. Also finde ich zumindest. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ich finde es besser, wenn du um die Punkte kämpfst, anstatt um Platz 17. Aber realistischer ist halt nur Platz 17. Und ja, man bekommt am Ende keine Punkte dafür, das stimmt schon. Aber man hat natürlich trotzdem diese Motivation, diesen Platz irgendwie zu erreichen. Und wenn ich überlege, wie ich mich in Australien gefreut habe, als Palmer da diesen Fehler bei den Überrundungsmanöver von Lewis Hamilton oder was Nico Rosberg war, hatte. Von Lewis Hamilton, genau. Dann war das ein wirkliches Highlight dadurch im Rennen. Und wenn ich irgendwo so jetzt auf 8, 9, 10 reinfahre und fahre einfach so easy peasy in den Punkten und sage so, naja, keine Zweikämpfe gehabt, aber Hauptsache in die Punkte gefahren, ja, bin ich nicht. Bin ich nicht. Wie gesagt, eure Kommentare gerne dazu mal mitteilen. Aber das ist nicht meins. Das ist wirklich nicht meins. Ich werde an dieser Stelle das Qualifying dann jetzt schon mal beenden. Wir werden keine Runde fahren. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Rosberg, Ricciardo und Kimi Räikkönen. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und sind wir ehrlich, wäre ich gefahren. Ich glaube, ich bin in 1.35.2 gefahren. Und wir werden dann nochmal ein bisschen schneller werden können. Wir wären irgendwo Vierter, Fünfter geworden. Das ist doch Mist. Das ist doch wahrer Mist. Nein, das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Also zumindest glaube ich, dass ihr das nicht wollt. Wie gesagt, schreibt es in den Kommentaren, wie ich das Rennen fahre, werde ich mir noch überlegen. Ich habe ein bisschen Zeit. An dieser Stelle werde ich die Aufnahme erstmal beenden. Und werde mir halt Gedanken machen, wie ich verbleiben will. Aber prinzipiell ist das doof. Er lädt und lädt und lädt. So, unsere... Das sieht nicht schlecht aus. Gültige Runde beendet. Hätten wir doch mal wenigstens eine Runde gefahren, ne? Wir hätten eine langsame fahren können. Na gut, da hätten wir da wenigstens ein paar Pünktchen bekommen. Aber ist auch so ganz gut. Eigentlich müssten wir alles für uns entschieden haben. Hier dürfte auch alles zufrieden sein. So, wir hören uns die Voicemail nochmal an. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Ja, wie gesagt, das ist alles ganz nett und toll und wir werden da ganz easy peasy drin sein. Und ich will ehrlich sein, können wir hier noch... Wir sind schon auf Experte. War Experte, haben wir einen... Wir haben doch schon einen hoch gemacht und mit Bremsassistent und so, weil uns das zu einfach war. Ja gut, nichts Genaues wissen wir nicht. Schaue ich mir nachher vor den Rennen an. Ich danke an dieser Stelle auf jeden Fall, dass du, dass ihr natürlich zugeschaut habt und Teil dieses Qualifyings wart, was ja doch, ja, überraschend, mehr als überraschend war. Und
Schreibt mir gerne auch mal rein, wie ihr das jetzt fandet, dass ich das abgebrochen habe am Ende und nicht um bessere Plätze gekämpft habe und wie ihr generell dazu denkt, dass wir die KI dann halt immer so anpassen, dass wir da halt ein faires Resultat bekommen. Ja, ich glaube, wir haben auch ein halbwegs gutes Setup wirklich für diese Strecke gefunden, denn mit dieser Umstellung ging es ja rapide nach vorne, um über eine Sekunde, würde ich mal sagen, nur durch 3-4 Änderungen. Also, das war sicherlich ausschlaggebend, sonst wäre der KI-Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich richtig gewesen. Ja, wie gesagt, lasst einfach mal einen kleinen Kommentar da und ja, ansonsten würde ich sagen, ja, bis morgen beim großen Preis von Bahrain auf den International Circuit Bahrain. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, darum bin ich gerade aus so ein Stocken gekommen. Ja, einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.